Jan Böhmermann beim Mädchen-Treffpunkt Mitteldeutschland. Was zieht dich hier hin als investigativer Journalist? Bist du mir nicht aufgefallen? Die Liebe zu Mitteldeutschland zieht mich hier hin. Also ich mag die Menschen in Mitteldeutschland. Ich finde, die Stadt ist toll. Ich finde, einfach Leipzig ist eine wunderschöne Stadt, die einzige Stadt mit einem Hauptbahnhof, in dem auch Zeppeline anlegen können. Und die Leute, die in einem Zeppelin dann im Hauptbahnhof Leipzig landen, können dann trockenen Fußes zu den Zügen gehen und dann in die dreistöckige Mall, die im Hauptbahnhof ist. Und dann laufen sie von da aus durch einen noch nicht gebauten Tunnel, aber schon geplanten Tunnel, der 1 Milliarde Euro nur kostet, zu einem anderen Bahnhof, wo sie dann wieder einkaufen können. Wieder zurück ins Zeppelin und ab zurück nach Lakehurst. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Und ich wollte dem Rätsel auf den Grund gehen, warum Mitteldeutschland eigentlich Mitteldeutschland heißt. Weil rechts von Mitteldeutschland kommt nicht mehr allzu viel Deutschland. Es müsste eigentlich geografisch korrekt ein Ostdeutschland heißen. Aber man schämt sich anscheinend dafür. Oder man hat halt noch so im Kopf, dass Ostdeutschland eigentlich die Gegend um Königsberg ist. Nee, das kann ich erklären. Hier war früher der Mitteldeutsche Rundfunk ansässig und man hat einfach die Tradition neu belebt und daraus seit 20 Jahren kennen wir diese Anstalt, die ja auch zu Gast ist, nach wie vor. Hast du einen neuen Vertrag unterschrieben? Mit dem MDR? Nee, überhaupt nicht. Ich war heute hier, um die Udo Voth Antikorruptionstransparenzmedaille entgegenzunehmen und zu verleihen. Direkt wieder zu verleihen an meinen lieben Kollegen Michael Bollinger vom SWR, der heute hier eine Podiumsdiskussion geleitet hat, an der ich teilgenommen habe. Ich habe eine Podiumsdiskussion teilgenommen, die erste Podiumsdiskussion. Und ich überlege, ob ich das öfter mache, weil ich wurde selten so gut verpflegt und musste mich selten so wenig vorbereiten. Ich dachte schon, du bist hier, um deine 0,1% zu verteidigen mit Charlotte und nein? 0,2% im Schnitt. Ach, hast du jetzt? Wir sind bei 0,2%. Das sind 2 GFK-Boxen. Das ist interessant, weil man könnte meinen, sie verschwindet im digitalen Nirvana, die Sendung. Aber ich kriege dann doch immer mit, dass dich fast jemand kennt und Charlotte Roche natürlich auch. Und außer, dass man immer wieder kritisiert, ihr raucht zu viel und ihr trinkt zu viel oder ihr piepst zu wenig. Da gibt es ja so einen schönen Pieper, da kann man alles wegpiepsen. Ist das aber eigentlich eine Talkshow, der man gerne zuguckt? Das ist jetzt keine Frage, sondern dahinter steckt die Antwort, ist damit eure Karriere gerettet? Die von Charlotte ist damit gerettet. Charlotte, muss man ja vielleicht mal zu ihrer Verteidigung sagen, hat in den letzten Jahren am Rande der Erfolglosigkeit leider auf dem Literaturmarkt sich fortbewegen müssen. Es war mehr ein Kriechen, denn ein Aufrechtlaufen. Und meine Karriere, na gut. Meine Karriere ist, für mich ist es eine Zwischenstation. Meine Karriere ist, beginnt eigentlich erst richtig, wenn die alten Recken tot sind. Und ich sage das jetzt mal ganz bewusst, weil ich weiß, hier bei Radio 1 erreiche ich viele Leute. Meine Vision ist, oder was ich heute im Laufe der Podiumsdiskussion herausgefunden habe, dass die Medienlandschaft in Deutschland, gerade im Unterhaltungssektor, genauso funktioniert wie die britische Monarchie. Es werden keine neuen Plätze vergeben, sondern man kann erst neue Plätze einnehmen, wenn der alte Inhaber des Platzes tot ist, und zwar im physischen Sinne tot ist. Was bei Leuten wie zum Beispiel Stefan Raab, der ja halb aus Titan zur anderen Hälfte aus irgendwelchen zusammengeklauten, geernteten Organen chinesischer Kinder besteht, der wird so früher oder später, der wird nicht so früh sterben, der wird noch bestimmt 60, 70 Jahre im deutschen Fernsehen bei ProSieben Programm machen. Leute wie Harald Schmidt, wie oft, ich will jetzt nicht sagen, habe ich versucht, ihn umzubringen. Das wäre, glaube ich, justizial, wenn ich das hier bei Radio 1 sage, aber es gab oft Situationen, wo, sagen wir mal, nicht mehr viel gefehlt hätte und er wäre draufgegangen, aber die Alten sind einfach zäh. Das sind diese 80er Jahre, da war einfach Koks, Nutten, viel Feiern, viel Party, viel Geld. Das hat die einfach gestellt und die sterben nicht so schnell. Aber das stimmt doch gar nicht. Der Mitteldeutsche Rundfunk war gerade auf Suche nach neuen, hoffnungsvollen Talenten. Inka Bause darf ja auch moderieren, also insofern. Wobei ich nicht weiß, ob es Inka Bause ist oder Ross Anthony. Frisurmäßig tut sich da nicht viel. Und auch die Qualität der Unterhaltungssendungen, die Ross Anthony oder Inka Bause produzieren, tun sich nicht viel. Nee, du, aber nee, ganz im Ernst, also ich bin... der MDR ist ein toller Sender und ich finde es richtig, dass man endlich versucht, den Muff aus 60 Jahren DDR hier langsam rauszubekommen. Wird auch höchste Zeit. So, jetzt gibt es noch eine Minute Bewerbung. Wer soll auf dich aufmerksam werden, damit die britische Monarchie hier gestürzt wird? Lieber Robert Skopin, wenn Sie planen, in absehbarer Zeit das Programm von Radio 1 radikal zu verändern, also junge Moderatoren, mal freche Comedy-Sendungen,
vielleicht mal Leitungen in alle Welt bestellen oder einfach mal, keine Ahnung, mal die Sendung von Anja Kaspari mit der von Bettina Rust tauschen. Ich wäre ein Typ, ich würde bei Radio 1 frischen Wind reinbringen und wenn das nichts für Sie ist, Robert Skupin, ich weiß, Sie sind, you are a Wildcat, Sie sind ein Maverick in der Radioprogrammmacherlandschaft. Wenn ich nichts für Sie bin, radiomäßig, dann ist das eine Bewerbung ans Internet. Liebes Internet, Fernsehen wird sich in absehbarer Zeit nicht durchsetzen. Ich brauche dringend einen sicheren Job für die nächsten 20 Jahre. Und ich glaube, du bist das einzige Medium, wo da überhaupt noch irgendwas geht. Oder Videotext. Videotext könnte auch was werden.